Hallo, einen wunderschönen und gesegneten Sonntagabend. Wieder einmal treffen wir uns auch wieder hier in dieser Halle. Und ja, es ist wieder Sonntag. Und heute, das heutige Thema, da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich schon etwas schwer getan. Weil es ist schon wirklich, wirklich heftig. Wisst ihr, so wie viele andere auch, predige ich am liebsten natürlich auch genauso eigentlich nur über die Liebe Gottes, über die Gnade. Aber es gehört zur Gnade eben auch dazu, wovor begnadigt und weswegen Gnade. Ja. Also gehört beides zusammen. Der Zorn Gottes über die sündigen Menschen und die Liebe Gottes und das Gericht und die Gnade. Ja. Also fangen wir erstmal an zu beten. Herr lieber Vater im Himmel, erbarme dich. Segne die Menschen, die dann zuhören. Herr, sei du mit ihnen. Bitte mach, dass Menschen zum Glauben finden, Herr. Herr, überall, wo es dann auch gesendet und gestreamt wird, Herr. Herr, erbarme dich, Jesus. Gib mir auch die richtigen Worte und bitte mach, dass ich nicht einfach so meine Meinungen rede, sondern was ich halt reden soll, was wichtig ist, gerade auch in der heutigen Zeit. Und ja, ich bin auch kein besserer Mensch, ich bin auch nicht anders. Herr, erbarme dich. Denn auch, denn, ja, wie soll ich sagen, ich predige mir auch mir selber. Ach, Herr Jesus, hilf. Segne die Menschen, die zuhören. Auf allen Plattformen. Und gib mir die richtigen Worte. Amen. Also fangen wir mal an gleich mit der Tageslosung. Und die Tageslosung, da sehen wir hier aus dem Richter, Kapitel 10, Vers 15. Der Israeliten sprachen zum Herrn: Wir haben gesündigt. Mache du mit uns, wie es dir gefällt. Nur errette uns heute. Also die Israeliten sprachen zum Herrn: Wir haben gesündigt. Mache du mit uns, wie es dir gefällt. Nur errette uns heute. Und im Lukas 18, Vers 13, der Lehrtext: Der Zöllner stand von ferne. Er wollte auch seine Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja. So, der Zöllner stand von ferne und wollte auch seine Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Wisst ihr? Und das ist einfach gewaltig. Ja. Dieser Zöllner, der wagte noch nicht einmal, da hinzuzutreten. Er hatte Angst. Ihm war seine Schuld bewusst gewesen. Er wusste, dass er vor diesem heiligen Gott nicht bestehen kann. Er hatte Angst. Er wusste, dass er gegen Gottes Gebote verstoßen. Wenn man heute in die meiste Christenheit so reinhört, dann hört man oft: Ja, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz.
Das ist alles nicht mehr wichtig. Wir leben heute unter der Gnade. Ja, ich möchte fast sagen, diese Leute haben gar nicht verstanden, um was es wirklich geht. Und ja, das Gesetz ist den Ungläubigen gegeben. Denn die Gläubigen selbst brauchen das gar nicht. Denn sie wandeln im Gesetz. Sie wandeln in der Erfüllung der Gebote. Wenn du wirklich in der Liebe wandelst, dann erfüllst du völlig automatisch all das, was im Gesetz erfordert ist. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung der Gebote. Tja. Wisst ihr, was dieser Pfarrer, dieser Zöllner hatte? Aber dazu kommen wir noch. Fangen wir erstmal an mit einem Lied. Ich denke, das Lied ist wirklich wichtig, gerade jetzt auch. Dass der Herr uns dies schenkt. Versucht mal auch über den Text des Liedes nachzusinnen. Wieso könnte es nicht? Mich bewahren, wenn der Satan droht. Du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Beten, hilfst aus aller Not. Herr und Gott. Wird uns leuchten, Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Was sie klagen, schweigen, wenn das Lied erschallt. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Ja, er erhält unser Dunkel. Er hilft aus aller Not. Jesus, unser Heiland, unser Herr und Gott. So wie auch Thomas sagte, als er den Herrn sah, da warf er sich nieder und rief: Mein Herr
und mein Gott. Vater und der Sohn sind eins. Ja. Wenn wir an Jesus schauen, dann sehen wir, was Gott wirklich von uns Menschen erwartet. Und jetzt müssen wir mal anfangen und fangen an zu lesen. Ich habe das schon mal herausgesucht. Hier. Ich hoffe doch, ich habe das hier gleich zur Hand. Medien. Web. Und hier. Fix. Ja. Noch. Mal schauen, wo das jetzt hier konkret genau ist. Links. Genau, hier. Aus dem Matthäus 23. So. Eine Strafrede ist das gegen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber selber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf den Schultern. Sie aber wollen sie nicht mal mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und ihre Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten, wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt euch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer aller Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber wehe euch Schriftgelehrten, und Pharisäer. Ja. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Meer und das Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Ein hartes Wort. Er sagt zu den Pharisäern, dass sie Söhne der Hölle sind. Und wenn diese Leute dann auch noch zusätzlich andere Menschen zu ihren Jüngern machen, dann werden auch diese sogar doppelt viel Söhne der Hölle sein. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt?
Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer wohnt im Tempel? Denkt mal drüber nach. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet, aber das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, der die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Ich muss hier mal kurz stoppen. Jesus hält eine Strafrede. Und er hält sie an diese, die zur damaligen Zeit die religiösen Führer von Israel waren. Warum tut er das? Ich weiß, heute glauben viele Christen, die Gemeinde Gottes und Israel selber sind zwei verschiedene Dinge. Hatte Jesus wirklich auch so gedacht? Wenn dem so wäre, dann bräuchte er zu den Pharisäern so gar nicht reden. Denn was haben die Pharisäer mit der Gemeinde zu tun? Die Wahrheit ist, dass auch im Alten Testament, ich habe heute extra nochmal nachgeschlagen, in der Luther-Übersetzung, da steht im Alten Testament für Israel bezogen das Wort Gemeinde 106 Mal. Also gar nicht so wenig. 106 Mal steht in der Luther-Übersetzung im Alten Testament das Wort Gemeinde. Und ich glaube, in der Schlachter 2000 ungefähr, da ist es um die 90 bis 92 Mal. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Israel und die Gemeinde sind unzertrennlich. Warum? Weil es gibt nur ein Volk Gottes. Es gibt nur ein Volk Gottes. Und entweder du gehörst dazu oder du gehörst nicht dazu. Als Heidenchristen ist man eingefropft. Und die Ungläubigen sind hinausgebrochen worden. Sie können aber wieder eingefropft werden, wenn sie sich bekehren. Und wenn der Herr wiederkommt, dann werden sie mit einmal alle dann, ja, zum Glauben finden. Dann werden sie ihn sehen und erkennen. Aber es gibt nur ein Volk Gottes. Und das Volk ist die Gemeinde. Und wird auch Israel genannt. Kinder Israels. Und zur damaligen Zeit gab es eben auch viele Ungläubige. Und viele, viele Lehrer, die haben zwar das Gesetz gelehrt und haben versucht, den Menschen wirklich, ja, sie haben daraus ein Geschäft gemacht, um davon zu leben. Und haben wirklich unvorstellbare Lasten aufgeladen. Aber sie haben den Glauben nicht gehabt. Sie haben vor allem eins nicht gehabt. Furcht vor dem lebendigen Gott.
Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt glaubten, dass ein Gott überhaupt existiert. Oder vielleicht war ihre Furcht so groß, dass sie deswegen dann verschiedene Menschengebote gemacht haben, damit man die Gebote gar nicht erst berühren könnte. Und über allem haben sie dann vor allem eins vergessen. Barmherzigkeit. Sie haben keine Liebe gehabt. Lieblos, völlig empathielos. Wie kann es denn anders sein, wenn Jesus einen kranken Menschen, der wirklich gelitten hat, der Schmerzen gehabt hat, der traurig war, und da kommt Jesus und heilt ihn an dem Sonntag. Oder hier am Samstag, damals war es der Samstag dort. Und er heilt ihn da am Sabbat. Und die Pharisäer regen sich auf. Wie kann der das tun? Haben die Pharisäer denn seine Schmerzen nicht gesehen? Haben sie nicht gesehen, wie sehr der Mensch gelitten hat? Und wollten ihn einfach leiden lassen? Haben sie denn nicht erkannt, dass Gott Gott der Barmherzigkeit ist? Was hat Gott denn, weil bis er, als Mose auf dem Berg war, in Sinai, auf dem Berg Sinai war, da wollte Mose das Gesicht Gottes sehen und Gott hat zu ihm gesagt, niemand, der mich sieht, kann leben bleiben. Aber ich will an dir vorübergehen und du sollst meine Herrlichkeit sehen. Und während Gott dies tat, riefen alle Engel, Barmherzigkeit, sein Name ist Barmherzigkeit. Er ist die Barmherzigkeit. Er ist die Güte, die Gnade. Die Liebe, er ist die Sanftmut, er ist Haben Sie das vergessen? Hast du das vergessen, der du gerade zuhörst? Gott ist barmherzig. Was forderst du von anderen Menschen, was du selbst nicht kannst tun? Was fordere ich von anderen? Aber übersieht Gott einfach die Sünden? Lässt er sie mal einfach unter dem Teppich kehren? Nein! Hat Gott das Gesetz aufgehoben? Nein! Warum gibt es denn das Gesetz? Im Neuen Testament heißt es, es ist den Ungläubigen gegeben. Was, wisst ihr, was passiert denn? Wenn es keine Gesetze gäbe. Stellt euch mal vor, einfach mal ein gutes Beispiel im Straßenverkehr. Wenn es keine Schilder gäbe, wenn es keine Straßenverkehrsordnung gäbe, wenn jeder fahren könnte, wie er wollte. Wie viele Menschen würden sterben und verletzt werden, weil jeder tut, was er will? Woran erkennt man die antichristliche Zeit? Ich habe darüber mal eine Predigt gehalten, nee, einen Vortrag habe ich darüber mal gemacht, noch in Altspees. Das letzte Tier, das allerletzte Tier, was dann kommt, was ist das allerletzte Tier? Dieses allerletzte Tier, wisst ihr, was das für eins ist? Es zermalmt alles. Es zerschlägt alles. Es macht alles kaputt. Es kehrt alles um. Es frisst alles. Es frisst die übrigen Tiere auf. Es tut alles zerstören. Dieses allerletzte Tier. Das tut eigentlich genau das, wovor dem im Alten Testament gewarnt wird. Wehe denen, die Gutes böse heißen und Böses Gutes. Wehe denen, die Unrecht zurecht machen. Und Recht zu Unrecht. Aber genau das ist das Handeln des letzten Tieres. Und jetzt schau dich um. Schau dich um in der Gesellschaft, überall. Schau dich um. Wie ist es denn? Herrscht das Gesetz Gottes? Herrscht Liebe und Barmherzigkeit?
Wie war das dann in der Corona-Zeit? Wenn man die alten Menschen, die kranken Menschen auf Abstand gegangen ist. Man soll auf Abstand gehen. Man soll nicht mehr trösten, in die Arme nehmen, sondern ihn auf Abstand halten. Nicht mehr liebevoll umarmen. Nicht mehr tröstend, wenn der andere weint. Sondern auf Abstand. Bleib mir bloß fern. Wenn Menschen draußen waren und nicht mehr gehen konnten, sondern sich auf die Parkbank gesessen haben, dann ist sofort die Polizei gekommen, um sie von dort zu vertreiben. Wie lieblos kann eine Gesellschaft werden, wenn sie die Not der anderen Menschen nicht nur nicht sehen will, sondern sogar noch provoziert. Das antichristliche Weltreich ist aber nicht regional. Also das sollt ihr nicht glauben. Nur weil es in einem Land mal jetzt so ist, dass dann plötzlich das generell so ist. Sondern es ist allgemein. Es ist überall so. Und vor allem auch in Israel. In dem Staat Israel. Gerade zur letzten Zeit setzt sich der Feind in den Tempel Gottes und gibt vor, Gott zu sein. Also gibt es viele, viele Menschen, viele, viele Christen, die glauben, dass viele Dinge, die sie in der Welt jetzt so haben, von Gott gegeben seien. Und sie machen mit. Sie machen mit. Wisst ihr? Ich schaue mir oft solche Videos an von Menschen, die wirklich gelitten haben in dieser Zeit. Die wirklich getroffen sind, die geschädigt sind. Die über ihr Leid berichten und sie weinen. Sie weinen, während sie ihre Aufnahmen machen und darüber reden. Und dann siehst du Menschen, wie sie zucken. Wie sie verschmerzen, sich krümmen. Wie sie leiden. Und wie viele Menschen sind gestorben, gerade in den letzten Jahren. Da fragt man sich, wer trägt denn dafür die Verantwortung? Und jetzt liest du quasi in den RKI-Files, die sie jetzt veröffentlicht haben, dass dort wohl bewusst war, dass das eher mehr wie eine harmlose Grippe zu sein hat. Wer trägt dafür die Verantwortung? Wie können Menschen so herzlos sein, so wirklich empathielos und das Leid anderer Menschen egal sein? Sie zerschlagen alles Gute. Aber wir lesen das eben auch hier in dem Text. Sonst würde Jesus ja diese Strafrede nicht halten bei den Pharisäern, und die haben sich genauso verhalten. Nur es gab von damals zu heute gibt es einen riesen Unterschied. Damals ist der Messias erst gekommen. Die hatten ihn bloß nicht erkannt. Heute gibt es keine Entschuldigung mehr. Denn das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, wird gepredigt auf der ganzen Welt und für die meisten zum Zeugnis. Die, die sich nicht retten lassen, die, die nicht wollen, für die ist das ein Zeugnis. Sie können hinterher nicht sagen, ich habe nichts gewusst. Sie wussten, aber sie wollten nicht. Sie hörten, aber sie hörten nicht hin. Sie sahen, aber sie erkannten nicht. Sie haben keine Furcht Gottes in ihren Augen. Sie reden von Respekt, aber
Furcht Gottes haben sie nicht. Und so sagt dann der Herr: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, aber inwendig sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wisst ihr, Jesus prangert ja nicht die Gesetzlichkeit an, sondern die Gesetzlosigkeit an. Und das vor den Pharisäern, die ein riesiges Regelwerk an Menschengebote auch gemacht haben. Ihnen wirft der Herr Gesetzlosigkeit vor. So ist das ja auch in vielen Punkten heute. Wie ist es denn in der römisch-katholischen Kirche? Seid doch mal ehrlich. Was wird da nicht verlangt? Pfarrer, die sollen im Zölibat leben. Und man sagt ja, das tun sie freiwillig. Aber wenn so viele das freiwillig tun, warum ist dann so der Missbrauch da so groß? Und warum werden diese Missbrauchfälle alle unter dem Teppich geklärt? Sie kehren das unter dem Teppich, aber Gott ist dort der Zeuge, der sieht das und der weiß, was da passiert ist. Denkt doch mal nach. Sie fordern, dass die Menschen ehelos sind. Aber selber können sie sich nicht dran halten. Und die Bibel sagt auch nicht, dass die predigen, dass die leiten, ehelos sein sollen. Nein, im Gegenteil. Ich habe das Wort jetzt hier nicht hier in der Hand, aber ich glaube, möchte sagen, in Timotheus, ich bin mir aber nicht ganz sicher, da heißt es an einer Stelle, wer ein bischöfliches Amt begehrt, also ein Leiteramt in der Gemeinde, der begehrt ein gutes Amt. Aber er soll verheiratet sein. Er soll seiner eigenen Familie vorstehen, damit er ein gutes Zeugnis hat in die Gemeinde hinein. Das ist der Grund, dass man verheiratet sein soll, um selbst dann ein gutes Zeugnis zu haben in die Gemeinde hin. Und wir lesen auch dann in dem Wort, dass zur letzten Zeit werden Menschen kommen, die scheinbar fromm wirken und verlangen dann nicht mehr alles essen zu dürfen und auch nicht mehr heiraten zu dürfen. Aber man soll ihnen nicht folgen, weil sie sind von Dämonen geleitet. So erscheint ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir den Tagen unseres Väters gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nun auch das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Dem Gericht der Hölle. Wie schrecklich. Wisst ihr, der du zuhörst. Es gibt ein Gericht, wo niemand fliehen kann. Und egal an was du glaubst, egal an was die Menschen glauben auf dieser Welt, ob sie nun
religiös sind oder nicht religiös sind, ob sie nun dieser Religion angehören oder jener Religion angehören, ob sie Buddhisten sind, ob sie Muslim sind, egal an was sie glauben. Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle: Es ist dem Menschen festgesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Und hier lesen wir an diesem Wort: Wie will man entfliehen dem Gericht der Hölle? Und ja, jetzt heißt es gleich wieder: Mach's mit Angst. Niemand soll durch Angst bekehrt werden. Ich wünschte, ihr hättet Angst davor. Vielleicht würdet ihr dann auch so werden wie der Zöllner, der gar nicht wagt, seine Augen in den Himmel zu heben. Weil er weiß, dass er schuldig ist. Einfach nur sagt: oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Der hatte Angst, der hatte Furcht Gottes. Und was sagt Jesus über ihn? Er ging gerechtfertigt nach Haus. Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln. Und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut Zacharias des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. O Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das ist genau das, worum es geht. Und ich habe das hier an dieser Wand herangemacht, zweites, und zwar im Lukas 18, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Er sagte aber auch zu den etlichen, die auf sich selber vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner da, ja, der Zöllner stand von ferne.
Er wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern er schlug sich an die Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, wisst ihr, und das ist halt das Entscheidende. Das lesen wir nämlich auch noch an einem anderen Wort im Alten Testament. Ein gebrochenes, ein zerschlagenes Herz wird der Herr nicht verachten. Ja. Und wir müssen also werden, so wie ich jetzt hier, deswegen habe ich diese drei Verse auch noch mit dazu genommen. Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die Jünger sahen, da tadelten sie sie. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes annimmt, nicht annimmt wie ein Kind, der wird gar nicht erst hineinkommen. Und jetzt frage ich euch mal, heißt das vielleicht in etwa, alle Menschen, alle kleinen Kinder sind von Haus aus, werden von Haus aus im Reich Gottes sein? Das würde ja bedeuten, dass sobald sie erwachsen würden, dann würden sie dort wieder rausgehen. Das hat Jesus gar nicht gesagt, dass alle Kinder grundsätzlich das Reich Gottes kommen. Denn was haben diese Kinder gemacht, über die Jesus das gesprochen hat? Sie kamen zu Jesus. Sie kamen zu dem Herrn. Vielleicht wurden sie gebracht durch ihre Eltern. Vielleicht sind sie getragen worden. Letzten Endes sind sie gekommen zu dem Herrn Jesus. Und darum sagt der Herr: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn solchen Kindern ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird gar nicht hineinkommen. Ja, betrübt durch die Sünden, die wir tun. Wir sollen nicht den Splitter aus des Bruders Auges ziehen, aber dabei unsere eigenen übersehen. Wir sollen nicht versuchen, den Splitter aus des Bruders Auges zu ziehen, und übersehen aber das Gebälk, das ganze Dachgebälk in uns selber. Wir sollen auch nicht die Herzenthaltung haben, dass wir quasi jetzt als Christen tun und lassen können, was wir wollen, und dabei noch richtig noch unbarmherzig würden. Nein. Liebe sollen wir üben. Liebe. Denn Gott ist die Liebe. Und wenn er in Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Gott in ihm. Liebe und Barmherzigkeit. Wisst ihr, schaut einfach nach, was im Korintherbrief steht. Über das Wesen der Liebe. Liebe ist gütig. Ist Barmherzigkeit. Ist freundlich. Es rechnet das Böse nicht zu. Liebe hat aber kein Gefallen an der Ungerechtigkeit. Sondern freut sich mit und an der Wahrheit. Liebe hört nicht mehr auf. Wenn auch alle Erkenntnisse einmal aufhören werden, aber diese drei bleiben, Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Und die Liebe tut nämlich nichts Böses. Ja. Wenn du wirklich von ganzem Herzen liebst, ist alles gut. Gott selbst ist die Liebe. Wer da sagt, er tut keine Verfehlungen mehr,
Das spricht nicht die Wahrheit. Aber wenn wir unsere Verfehlungen bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und nein, wir müssen nicht hier wirklich drauf achten, empirisch jetzt drauf achten, wirklich alles zu erfüllen. Nein, Wandel in der Liebe. Wenn du merkst, wenn der Geist dich erinnert, jetzt hast du irgendwo versagt, ja dann Vergebung. Aber halte auch nicht alles, was jetzt kommt, plötzlich für entsprechendes Geistes. Sondern da, wo es biblisch ist. Denn auch der Feind versucht, in unserem Innern uns zu drängen. Auch der Feind sagt, was, du bist ein Christin. Schau dich doch mal an, was du getan hast. Wie kann Gott dich denn überhaupt noch annehmen? Ich habe erst vor kurzem auch so ein... Ich plane solche Gedanken ja auch. Und da habe ich dann vor kurzem auch einen interessanten Traum gehabt. Dass dann ein Engel dann da war und dann quasi in meinem Keller geschaut hat nach versteckten Leichen. Ne? Und hat alles gefunden. Und ja... Das ist alles vergeben. Wisst ihr, wenn Jesus euch angenommen hat, das steht, ich weiß nicht, ich glaube im Psalmen, wenn ich das jetzt hier rausschlagen könnte, das steht, glaube ich, im Psalm 22. Vielleicht gelingt es mir, ich muss mal gucken, ob ich das hier vielleicht hier raussuchen könnte. Psalm ist nicht zu viele als einer. Psalm ein Freizeichen und jetzt 22. Schauen wir mal. Ein Psalm an das Kreuzigungsgeschehen darauf hinweist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, denn du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und hatten Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und sie wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm. Ich bin kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Er soll doch auch dem Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten, wenn er Lust zu ihm hat. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. So umringen mich große Stiere, sie umzingeln mich, sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her zu mir und sehen mich schadenfroh an. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von den Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwens. Ja, du hast mich erhört.
Und jetzt passt mal auf. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israel. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend der Armen. Und er hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, da erhörte er ihn. Vor dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. Sie werden essen und anbeten, alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschenk zugezählt werden. Und sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, das erst vollbracht hat. Der Herr Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen. Seht das Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Der Herr Jesus hat am Kreuz alle unsere Sünden getragen. Gott hat von Anfang an gewusst, dass du zu ihm gehörst. Er wollte, dass du zu ihm gehörst. Und alle deine Fehler, die du je getan hast oder wahrscheinlich auch tun wirst, sind dir vergeben. In seinem Sohn. Er hat dafür bezahlt. Und wenn du das wirklich erkennst, dann ist das kein Freibrief zum Sündigen, nein. Aber es nimmt den Wind aus den Segeln. Es tut die Angst dir nehmen. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht vor dem Gericht Gottes aus. Du musst keine Angst mehr haben vor dem Gericht Gottes. Denn Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der kommt nicht mehr ins Gericht, sondern der ist bereits vom Tode ins Leben hindurchgedrungen. Und er sagt weiterhin, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst dann, wenn er stirbt. Aber wer da lebt und glaubt an mich, der wird in Ewigkeit nicht mehr sterben. Amen. Und da möchte ich jetzt noch einmal ein Lied anstimmen. Ein Lied. Erstmal hier. Ja. Cool. Erstmal hier so, genau. Hier meine Medien. Zack. Und dann lobe den Herrn meine Seele. Lobe den Herrn,
der meine Sünden vergeben kann, der mich von Krankheit gesund gemacht, den will ich preisen mit Psalmen und Speisen vom Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. Amen. Und so segne uns der mächtige Gott, der himmlische Vater und sein Sohn Jesus, dem Christus, im Heiligen Geist, den Geist des Vaters und des Sohnes, in Jesus' Namen, seid behütet. Amen. So Gott will und wir leben. Zum nächsten Mal.